Ich wünsche euch was hier bei Archigraphie Live bei uns im Ländle, sagt man jetzt, grüß Gott. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge, in dem ich eure Fragen beantworte. Ich möchte es jetzt so machen, dass ich das kapitelweise mache. Also ich mache euch unten im Video, schaut mal rein in der Videobeschreibung, nicht die Fragen rein, sondern ich unterteile das einfach nur in Frage 1, 2, 3 und so weiter. Dann könnt ihr springen und ich versuche bei jeder Frage am Anfang kurz zu zitieren, was gefragt wurde, sodass ihr geschwind da reinspringen könnt, wenn euch das interessiert, könnt ihr dabei bleiben, ansonsten weiterhüpfen zur nächsten Frage. Weil ich denke, so hat dann auch jeder was davon, weil ich denke, nicht jede Frage interessiert euch jetzt. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, wir gönnen uns einen Kaffee. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen an diesem verregneten Sonntag. Das Video geht jetzt erst morgen online und ich hoffe, da ist es besseres Wetter, weil es fühlt sich an wie Herbst und eigentlich ist es erst August. Prost! Also Freunde, dann fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an, nämlich von Martin Judy Picture. Der fragt, nimmst du auch Praktikanten bzw. Helfer mit, die dir bei deinen Shootings helfen und das Handwerk von dir lernen können? Also ich bin kein Berufsfotograf. Das ist recht wichtig zu wissen an der Stelle, weil die Frage kommt nachher nochmal. Ich glaube, ich gelte bei vielen von euch noch als Berufsfotograf, weil ich mal teilselbstständig war und teilweise auch komplett selbstständig. Das war eine Zeit, da komme ich nochmal später drauf. Das heißt, ein Praktikant hätte in der Zeit Sinn gemacht, war aber für das, was ich gemacht habe, too much. Also ich erledige meistens meine Arbeit selbst, bin aber happy, wenn die Modelle tatsächlich auch ihren Freund oder die Freundin oder sonst irgendeinen Helfer mitbringen. Früher hieß es Begleitperson, das ist heute ein bisschen, sagen wir mal, in Verruf geraten, weil viele Fotografen das nicht mögen. Das ist bei mir zum Beispiel kein Problem. Und die nutze ich dann immer gerne als Assi. Und da zeige ich auch ganz gerne Assi dazu. Ich behandle sie natürlich nicht so. Aber ich kann euch sagen, vor allem wenn ihr mit Blitzfotografie unterwegs seid, dann ist so ein Assistent gar nicht so schlecht. Martin, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Die zweite Frage kommt vom Dieter Kolb. Der fragt, wie viel Zeit planst du mit einem Modell vor Ort ein, mit Blitzaufbau und Fotografieren, Locationwechsel und so weiter? Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Also eins ist klar, wenn man mit Blitz fotografiert, braucht man immer etwas länger. Es ist nur so, ich bin ein Arbeitstier und bei mir ist es so, dass ich auch vor den Shootings immer zu den Mädels sage, bitte Zeit mitbringen. Einfach nur, weil ich gerne und viel fotografiere. Für mich ist es auch wichtig, dass das Modell viel Klamotten wechselt und deswegen auch viel dabei hat. Ich brauche unterschiedliche Szenen. Ich möchte nachher in der Bildbearbeitung mich austoben können, weil mir die Bildbearbeitung sehr wichtig ist. Also für mich ist nicht nur das Shooting wichtig, sondern auch die Bildbearbeitung. Ich sage immer 50-50, 50% Fotografie, 50% Bildbearbeitung und dann erst wird es ein Foto von mir. Und das kostet Zeit und das kann durchaus auch mal sein, dass das Modell dann vor mir müde wird, weil ich werde so schnell nicht müde. Fürs Blitze aufbauen und so weiter, da braucht man immer ein bisschen Zeit. Ist auch gut fürs Modell, kannst nebenher das Handy checken und sich ein bisschen entspannen oder sich vielleicht umziehen oder nochmal nachschminken. Also lieber Dieter, das kann ich dir so pauschal nicht beantworten. I'm sorry, aber das sind auch Erfahrungswerte. Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, wenn man an die letzte Folge denkt mit der langweiligen Location, wenn das erstmal erschootet werden muss, also wenn man sich ein bisschen in die Location reinarbeiten muss, dann dauert es natürlich auch etwas länger. Das kann ich aber, wenn es jetzt um gerade solche Locations geht, von Anfang an nicht abschätzen, wenn es Locations sind, die sich selbst erklären und die Stilrichtung schon klar ist, dann geht es auch ein bisschen fixer. Der Markus Sladek fragt, hallo Aki, würdest du mal eine Foto-Challenge machen? Aki macht Tierfotografie. Ich weiß, dass du kein Tierfotograf bist, aber eine solche Challenge wäre doch interessant. Darauf brauche ich erstmal einen Kaffee. Ehrlich gesagt ist diese Challenge schon lange in meinem Kopf. In der Tierfotografie habe ich ein bisschen ein Problem, weil ich hier einfach wenig Tiere zur Verfügung habe, wo ich sage, das wäre jetzt auch mal eine Challenge wert, weil ich habe ein paar schottische Hochlandrinde bei mir vor der Haustüre, weil ich in einer ländlichen Umgebung wohne. Das ist durchaus ein Fotomotiv, das ist recht nett. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, aber das ist keine Challenge. Eine Challenge wäre tatsächlich auch mal, sich bewegende Tiere fotografieren, die nicht so langsam sind wie diese Kühe. Also mein Problem mit solchen Challenges ist, es macht mir keinen Spaß, weil ich einfach kein Tierfotograf bin. Und es könnte durchaus sein, dass diese Challenge bei mir dann zum Stress wird und deswegen versuche sie bis jetzt noch zu vermeiden.
Aber es, ich sag ja, es ist angedacht. Ich habe hier immer so einen Ideenzettel auf dem Tisch liegen und da steht sowas tatsächlich auch mal drauf. Also Shootings machen in einem Bereich, in dem man einfach gar keine Erfahrung und auch nicht gut ist. Schauen wir mal. Der Martin hat noch eine Frage gestellt und die Frage muss ich versuchen, so gut es geht, in meiner Antwort abzukürzen, weil das wäre ein eigenes Video wert. Er fragt nochmal, wie gestaltet man am geschicktesten den Weg, um mit dem Hobby etwas Geld verdienen zu können? Das ist jetzt natürlich eine Frage, mit welchem Hobby? Ich weiß nicht, wie du fotografierst, Martin, ich weiß nicht, was du fotografierst. Mit dem Hobby Geld verdienen ist immer so eine Geschichte, weil schnell spielt man das Finanzamt damit und da komme ich dann später nochmal drauf. Ich würde dir an deiner Stelle raten, wenn du Geld verdienen willst mit dem Hobby, überlege dir zuerst einmal, wie viel soll denn das eigentlich sein? Weil, wie gesagt, wenn du mit dem Finanzamt keinen Ärger bekommen möchtest und dann eben vor allem erstmal ein Gewerbe anmelden und dann stehen die ganz schnell vor der Tür, dann überlege dir erstmal, ob das nicht vielleicht einfach nur in Kleinstbeträgen passiert. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie du fotografierst. Und was du fotografierst, ist nämlich Grundvoraussetzung, um überhaupt sagen zu können, kann man damit Geld verdienen. In der People-Fotografie geht das. Aus meiner Sicht in der Stock-Foto-Fotografie, also wenn du Bilder verkaufst auf Stock-Foto-Seiten, also da verdient man nicht mehr viel. Und das würde ich dann auch lassen. Also ich glaube, da müssen wir uns erstmal drüber unterhalten, was du fotografierst. Kommen wir zur nächsten Frage vom Edlik. Der fragt, hi Aki, bist du bei deinen Shootings allein mit dem Model unterwegs oder hilft dir noch jemand? Das ist nochmal die Geschichte mit der Begleitperson. Meistens bin ich alleine. Früher war das wirklich so, da war das obligatorisch mit dieser Begleitperson und das hat sich heute einfach gewandelt. Ich finde es übrigens großartig, die Frauen, die trauen sich was und die gehen auch mal zum Fotografen hin, den sie vielleicht nicht kennen und die können auch schon vorab ein bisschen erspüren, was ist das für einer. Und dann kommen die auch einfach auch mal allein zum Shooting. Aber ich nehme jetzt mal an, du fragst wahrscheinlich auch, ob da jetzt eine Begleitperson dabei ist und ob das Vorteile hat. Dann nochmal zur ersten Frage, klick dich da zurück, dann findest du da die Antwort. Diese Begleitperson ist eventuell nur dann stressig, wenn sie jetzt keine Tätigkeit ausübt. Also ich habe das selten, dass die mal dabei sind und dann stehen sie einfach nur rum. Und so eine Begleitperson möchte ich nicht bespaßen müssen. Ja? Und dann fühle ich mich ein bisschen unwohl, fühle mich beobachtet. Aber das, wie gesagt, das passiert selten. Von Vorteil ist es immer, vor allem wenn du Blitzfotograf bist und vor allem auch, wenn du in einer Stadt bist, dass es einfach nicht so aussieht, als käme da die ganze Truppe an Touristen da angetrabt mit 1000 Ausrüstungsgegenständen und das Modell schleppt sich einen ab und der Fotograf schleppt sich einen ab. Wenn dann noch eine Begleitperson dabei ist, hat das durchaus seine Vorteile. Die nächste Frage von Patrick Hagenbring ist schwierig, weil er schreibt, hallo Aki, wo bekommst du deine Ideen her? Also was oder wer inspiriert dich? Also wer nicht, weil ich orientiere mich nicht an anderen Fotografen, auch nicht an diesen Größen, die Bildbände damals rausgebracht haben in den 70er Jahren, ihr wisst, wovon ich rede, und die in jedem Fotobuch mindestens 15 Mal erwähnt werden, weil für mich die keine Inspiration sind, weil sie ihren eigenen Stil haben und das ist eigentlich der Punkt. Wenn du mal deinen eigenen Stil entwickelst, dann sind die Inspirationen und die Ideen basierend auf diesem Stil, weil du machst das immer so. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, entwickle ich meine Ideen auf das, was ich im Kopf bereits schon weiß, aus Erfahrung. Und weiß dann zum Beispiel jetzt, wie, nochmal um das Thema aufzugreifen mit der langweiligen Location, was funktionieren kann und was nicht. Und Ideen kommen dann vor allem auch durch das Modell. Ich brauche ein Modell, das mich inspiriert. Ich fotografiere keinen Kleiderständer. Und ein Modell, das zum Beispiel eine coole Klamotte dabei hat, die ausgefallen ist, extravagant, entwickelt bei mir automatisch Ideen. Und dann versuche ich, diese Kontraste herzustellen. Und das bringt diese Ideen. Es heißt, vielleicht könnte man das so pauschal beantworten, ja, pauschal möchte ich es nicht machen, aber generell beantworten, dass wenn man einen Stil hat und wie bei mir zum Beispiel immer das Thema des Lichts, ich suche immer das Licht, das gute Licht und nicht einfach nur ein schmeichelhaftes Licht, sondern ein kontrastreiches Licht. Wenn man in diesen Kontrasten denkt, in Farben denkt und ihr kennt meine Bilder, wenn man so denkt, dann entwickelt man automatisch auf dieser Basis Ideen.
Und dazu brauche ich keinen Ideenkatalog von jemand anders, wo ich nur Bilder nachbaue. Das würde mich in Stress bringen und das würde ich definitiv versuchen zu verhindern. Der Armando Cristani, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, stellt eine ähnliche Frage. Wer hat dich zum Fotografieren inspiriert? Was motiviert dich, uns zu inspirieren und motivieren? Das sind jetzt zwei Fragen. Also das Thema mit der Inspiration habe ich ja jetzt gerade eben bei Patrick beantwortet. Und vor allem, weil es nicht um einen Wer geht, sondern um was inspiriert mich. Also dieses Wer funktioniert bei mir nicht. Und was mich motiviert, euch zu inspirieren, ist ganz einfach. Ich bin deswegen angetreten hier auf meinem Kanal, weil ich tatsächlich ein bisschen Game-Changing vorhatte von Anfang an. Ich wollte gewisse Dinge, die ich erfahren habe, euch mitteilen, sodass ihr A, dieselben Fehler, wie ich am Anfang gemacht habe, nicht macht und B, euch inspiriert fühlt von dem, was ich euch zeige, sodass ihr an eure Fotos mal ein bisschen anders rangeht als standardisiert. Das ist meine komplette Motivation und das wird sich auch nie ändern. So, der Herr, also ich nehme jetzt mal an, das ist ein Künstlername, Scheiz Media fragt, kann man mit dir mal gemeinsam ein Video über Fotografie drehen? Lieber, wie du auch richtig heißt, Scheiz Media, ja. Ich weiß nur nicht, was du dir darunter vorstellst. Wenn du da was in Planung hast, schick mir eine Mail und konkretisier das mal, dass ich ungefähr weiß, was du dir darunter vorstellst. Was ich nicht unbedingt möchte, ist, dass ich so Workshop-mäßig über Fotografie spreche, weil das ist bei mir ein Sonderthema, da komme ich nachher nochmal drauf. Weil das sind so Geschichten, die muss ich im Moment ein bisschen zurückstecken. Also das ist Voraussetzung. So, der WT-Foto fragt, moin, welchen Modus in einem actiongeladenen Shooting nutzen? Gute Frage, ich mache keine Action-Shootings, ich weiß nicht. Also, wenn ich schnell bewegende Motive fotografiere, nutze ich fast immer die Programmautomatik. Es sei denn, ich habe es auf Bildgestaltung ganz explizit abgesehen, da wird es schon schwierig. Und da fehlen mir die Erfahrungen. Wie gesagt, ich mache ungern Actionfotografie. Mich reizt das Thema auch irgendwo nicht, dieses die Objekte in Bewegung festzuhalten oder krasse Szenen zu machen, wie jetzt zum Beispiel, ich denke an einen Surfer, der jetzt in diesem Moment die Welle erwischt oder sowas. Boah, das reizt mich irgendwie gar nicht. Und deswegen würde ich ganz pragmatisch im P fotografieren und dann halt entsprechend hoffen, dass da irgendwas scharf ist. Weil eins ist klar, wenn ich jetzt einfach kurze Verschlusszeiten verwende, könnte man jetzt auch noch natürlich die Blendenautomatik dazu nehmen, kann man jetzt machen, aber dann, ich habe zu wenig Erfahrung, dass das was wirkt. Sorry, ich kann diese Frage nicht gut beantworten. So, der Maxi Schmidt fragt, da du dich in deinen Videos häufig über die Oberflächlichkeit von Instagram aufregst, frage ich mich, weshalb du die App nicht einfach deinstallierst. Ich habe beispielsweise Instagram schon einige Minuten nach dem ersten Mal in Benutzung gelöscht und bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Das habe ich halt nett gemacht. Und weißt du, warum ich das nicht lösche? Weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren zu Werbezwecken. Ich kann 500 PX nehmen, ich habe auch eine Homepage. Wenn ich die Klickzahlen meiner Homepage sehe, obwohl ich die übrigens auf Instagram ja auch verlinkt habe, das ist dramatisch, um nicht zu sagen, das ist richtig mies. Das heißt, wenn du heute in der Öffentlichkeit deine Arbeiten präsentieren willst und jemand damit erreichen möchtest, ich möchte ja weitere Fotoshootings machen, ich möchte mein Hobby betreiben, dann muss ich Instagram nutzen. Und ja, ich mag sie nicht und sie ist oberflächlich. Und diese Plattform, die zerstört, das habe ich schon so oft gesagt in diesen Folgen über der Niedergang der Fotografie, die zerstört die Fotografie zu großen Teilen und das wird auch nicht besser. Aber ich muss sie nutzen. Ich hänge genauso in diesem System fest wie die meisten anderen Fotografen. Das heißt, was bleibt mir denn anderes übrig? Ich deinstalliere sie nicht, weil damit würde ich mir nichts Gutes tun. So, der Otra Guardia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt, wie findet man Fitnessmodels zum Fotografieren? Ich würde sagen Instagram, gerade hat man es davon. Allerdings würde ich mir eine Sache überlegen. Also ich kenne dich jetzt nicht, ich weiß nicht, hast du das schon mal fotografiert, weil das ist Grundvoraussetzung. Wenn du dieses Thema fotografieren willst und du fragst ein Fitnessmodell an, das entsprechend sich so, Modell ist gut, also es sind eigentlich keine Modelle, ja, es sind genau dieselben Hobbyisten wie wir,
Die machen das halt gern und die meisten Fitnessmodelle fotografieren sich eigentlich durchweg selbst. Da hast du schon mal ein Grundproblem. Aber wenn du jetzt mal jemand hast, wo du siehst, okay, da hat es ein paar Bilder dabei, die durchaus vom Fotografen gemacht sind, die hätte ich jetzt auch ganz gerne mal fotografiert, und du hast keine eigenen Fitnessmodelle bislang in deinem Portfolio, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Weil die wollen sehen, was du kannst. Und das muss teilweise gerade im Fitnessbereich sehr, sehr gut sein. Erst dann springen sie auf dich an, weil es ist im Fitnessbereich Grundvoraussetzung, und das klingt jetzt banal, aber das ist wirklich Grundvoraussetzung, die Muckis richtig beleuchten zu können. Und wenn das nicht gelingt und wenn es einfach nur so ein bisschen, ich habe was Cooles Neues von Nebbia oder von Nike an, dann das zieht nicht mehr heute, weil wie gesagt, das können sie selber machen. Das heißt, du musst wirklich gut sein und dann springen sie meistens auch schon auf dich an. Das ist dann auch ein Selbstläufer. So, die Frage vom Hans Holt lese ich nicht in Gänze vor, denn sie ist relativ lang. Er fragt, kurz zusammengefasst, weil ich auf meiner Internetseite auch meinen beruflichen Werdegang ein bisschen aufführe. Er schreibt dann, welche Ausbildung inwieweit die etwas beigebracht haben und zu meiner Fotografie beigetragen haben. Also sagen wir mal so, ich hatte einen richtig, richtig guten Ausbilder im Bereich der Fotografie damals in der Agentur, wo ich in der Agentur gearbeitet habe, weil es war damals in der Agentur wichtig, dass ein zweiter Mann, sollte der Fotograf, der damals dort gearbeitet hat, ausfallen, die Geschäfte erledigen kann. Und ja, ich mag das nicht so betonen, aber ich sagen viele, ich habe ein Talent in der Fotografie, und das fiel dem Mann auf, und der hat dann gesagt, hey, pass auf, ich zeige dir mal ein paar Sachen, die ich hier mache, und es hat mich so angefixt, weil er halt auch gut war, der Junge. Und nicht einfach nur gut im Sinne von, er macht gute Fotos, sondern er konnte gut erklären. Das war einfach ein fähiger Mann. Und ich habe ihn sehr bewundert. Und das hat mich inspiriert. Und das hat mich weitergebracht. Und ich denke, von ihm habe ich nicht nur die Basics gelernt, sondern er hat mich dazu bewogen, das Thema mal weiterzumachen. Und dann bin ich auch Fotograf geworden, später noch. Und jetzt habe ich mehrere Berufe. Ich bin Mediengestalter, ich bin Grafiker, ich bin Fotograf. Und ich gehe mit den Dingen nicht so gern hausieren, ich führe sie einfach auf meiner Webseite auf. Aber es sind so Sachen, wo ich sage, wenn ich heute sagen würde, lern Fotograf, also im Sinne des klassischen Ausbildungsberufs, würde ich sagen, nö, bitte nicht mehr Fotograf lernen, weil das ist eine brotlose Kunst geworden, du verdienst damit einfach kaum noch Geld. Es sei denn, du bist ein gut eingesessener Fotograf, aber in der heutigen Zeit diesen Beruf zu lernen und dann zu hoffen, damit Geld zu verdienen, dauerhaft, oh, nee, lasst mal. Ich liebe mein Hobby Fotografie. Und das kommt daher. Dieser Mann hat mich irgendwie inspiriert, Fotos zu machen. Und ich denke, vieles, was er damals sagte, sage ich heute auf meinem Kanal. Die nächste Frage vom Olaf. Ich brauche eine Brille, Freunde. Es tut mir leid. Ich kann es wirklich nie lesen. Der Olaf fragt, hey Aki, meine Frage, du bist mit einem Modell am Set, hattest auch eine Idee, was du willst, aber es klappt vom ersten Schuss an gefühlt nichts, was machst du dann? Hatte ich schon mal, auch eine gute Frage. Vielleicht liegt es an der Idee. Also es ist immer so eine Sache, wie gehe ich an so ein Foto ran, wenn ich eine Fotoidee habe, beziehungsweise einen Wunsch, wie es aussehen soll. Ich habe im Kopf irgendwo so ein Bild. Und ich kriege das einfach nicht umgesetzt. Und es liegt nicht an der Technik, sondern an verschiedenen anderen Begebenheiten, die einfach nicht mit dem kompatibel sind, was ich im Kopf habe. Dann muss ich einfach sagen, okay, funktioniert nicht. Ich mache meine Fotos, ich bringe das Modell aber an der Stelle nicht durcheinander. Ich mache sie aber auch nicht heiß auf dieses Bild, das ich da machen will. Also ich schwärme nicht davon, hey, ich will sowas machen, das wird richtig geil. Weil dann nachher ist sie enttäuscht. Und ich vor allem auch, man baut auch Druck auf, lass es. Also mein Tipp an der Stelle wäre einfach nur, wenn das nicht funktioniert, was ganz anderes machen. Weg vom Set und woanders hin und dort Fotos machen. Vielleicht, das kann auch sein, durch den Flow, den man in der Fotografie manchmal hat, wenn man sagt, hey, jetzt bin ich so richtig drin, kann es sein, dass dann an einer anderen Stelle oder vielleicht an derselben Stelle wie am Anfang es später dann doch was wird. Vielleicht etwas anders, aber ich rate an der Stelle, wie gesagt, raus aus dem Set, keinen Druck aufbauen, sich jetzt auch nicht frustrieren lassen von der Thematik, sondern einfach mal geschwind woanders hingehen und weitermachen. Einfach weitermachen.
So, der Red and White 19 fragt, moin Aki, du nutzt doch die Godox AD200, hast du gute Erfahrungen, Tipps, um das Überhitzen zu vermeiden? Das ist ein Phänomen, Freunde. Ich habe mal eine ganze Folge darüber gemacht und habe euch gefragt, wie es denn sein kann, dass diese Blitze irgendwie nicht mehr wollen. Und das lag zu großen Teilen, dass der Akku nicht mitgezogen hat, weil der war zu warm. Ich habe dann aber nichts gemacht und jetzt ziehen sie. Also ich mache jedes Shooting, die machen ihr Ding. Und ich war jetzt im Sommer mehrfach draußen mit den Kollegen. Sie haben ihr Ding gemacht. Leute, ich kann euch nicht sagen. Für mich sind diese Blitze ein Phänomen. Mal tun sie, mal nicht. Meistens tun sie. Aber es ist ein bisschen ein Glücksspiel manchmal. Was ich raten kann, um diese Überhitzung zu vermeiden, und die findet tatsächlich statt, Akku wechseln. Also ich habe mittlerweile einen zweiten Pack Akkus dabei. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Haufen, vor allem HSS-Fotos gemacht, wo der nur mal schaffen muss, der Blitz, wechsle ich den Akku, obwohl er nicht leer ist oder sowas. Der kann teilweise noch recht voll sein. Ich wechsle einfach den Akku, weil der andere ist kühl. Und dann geht das Thema auch schnell weiter. Also das wäre eine Sache, die ich jedem empfehlen würde, sowieso, vor allem wenn man bei HSS unterwegs ist, immer einen zweiten Akku dabei haben, um solche Probleme von vornherein zu vermeiden. Aber wie gesagt, es ist echt seltsam. Ich habe diesen Zusatzakku in der letzten Zeit nicht gebraucht. Ich weiß nicht, was das ist. So, der Boki fragt, da du ja derzeit eine A7 III testest, mal angenommen, entscheidet sich für das System, warum auch immer. Nein. ja, aber ich weiß, worauf die Frage abzielt. Was wäre dein Setup, also Kameraobjektive, die du wählen würdest, dass du deine Brennweiten abdeckst und es sich für dein Empfinden kostentechnisch als auch qualitativ auf einem akzeptablen Niveau befindet? Das geht nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr zu Sony zurückkehre. Jetzt muss ich aber eine Geschichte sagen. Das wird euch in der nächsten Folge und in den nächsten Folgen immer wieder mal begegnen. Ich spiele durchaus mit dem Gedanken zu sagen, für einen bestimmten Bildlook brauche ich so eine Kamera. Und dann ist mir eine Sache klar. Es gibt kein akzeptables Niveau. Es sei denn, man pokert ein bisschen mit gebrauchten Geschichten oder sowas. Was ich liebe, was ich richtig zu lieben gelernt habe, ist dieser Look aus dem 135mm 1.8 Sigma mit der Sony. Und es gibt leider kein 135mm für meine Fuji, also keins, das sich auf diesem Niveau befindet. Und dann muss ich Geld ausgeben. Und das ist jetzt echt eine Frage, wo ich mir überlege, macht das Sinn? Weil ich mache es ja nur für diesen Look. Diesen Look finde ich toll, den kriege ich im Moment mit keiner meiner anderen Kameras hin und ich hätte diesen Look ganz gern immer wieder mal eingesetzt. Das heißt, ich muss Geld ausgeben und da führt kein Weg dran vorbei. Im Moment suche ich die Foren ab und die Seiten wie Fotokoch oder auch bei Amazon und schaue nach günstigen Alternativen, die gibt es nicht. Punkt. Ob ich das mache, weiß ich nicht, aber wie gesagt, das wird euch in den nächsten Folgen immer wieder mal begegnen. Fakt ist, es gibt, wenn man in diesem Premium-Bereich unterwegs ist, keine Preis-Leistungs-Verhältnisse, die wirklich erwähnenswert sind. Wenn man diesen Look und dieses System haben will, braucht man einen dicken Geldbeutel. Punkt. Der Florian Zöller fragt, wie bist du darauf gekommen oder wie hast du es geschafft, mit deinen Fotos Geld zu verdienen? Oh, das ist eine ganz wichtige Frage, Freunde, weil ich jetzt nochmal, glaube ich, an der Stelle betonen muss, weil viele von euch nehme ich wohl immer noch als Berufsfotografen wahr und das bin ich nicht, beziehungsweise nicht mehr, Gott sei Dank. Also mit den Fotos Geld zu verdienen, ist in der heutigen Zeit sowieso schwierig, mit dieser Thematik, die uns leider immer noch beschäftigt. Aber es war früher etwas einfacher. Geld zu verdienen mit Fotos ist nicht besonders schwierig, wenn ich den Fuß in der Türe von einem Industrieunternehmen habe oder vielleicht auch als Fotograf bekannt bin, als sehr guter Hochzeitsfotograf. Dann lässt sich damit schon gut Geld verdienen und das lässt sich auch am Anfang schon gut machen, wenn man mit Vitamin B gesegnet ist. Es ist nur so, irgendwann kommt das Finanzamt und ich warne euch, weil das Finanzamt ist nicht dazu da, um euch in eurer Leidenschaft zu unterstützen oder zu sagen, hey, der möchte sein Hobby, das er liebt, zum Beruf machen. Nee, die wollen Geld verdienen, nichts weiter. Und ich weiß noch, als mein Steuerberater damals zu mir gesagt hat, das sind Verbrecher. Und so weit wollte ich nie gehen, aber es fühlt sich so ein bisschen an. Denn sie machen euch fertig. Und ich sage euch, passt auf.
Wenn ihr Geld verdienen wollt mit euren Fotos, könnt ihr das sehr gerne machen. Wenn ihr gut seid in eurer Fotografie, kommt das Geld automatisch. Aber passt mit diesen Ämtern auf. Denn irgendwann einmal kommt der Punkt, an dem ihr so viel Vorauszahlung zu leisten habt, wie ihr eingenommen habt. Und von was lebt ihr dann? Diesen Punkt kann man nur dann überspringen, wenn man ein bisschen Geldreserven hat. Und das hat nicht jeder von euch. Überlegt euch das zu Beginn richtig. Weil das ist eine Geschichte, die kann einem kaputt machen. Wenn einem das geliebte Hobby wegen körperlichen Beschwerden oder wegen familiären Veränderungen oder sowas hops geht, dann kann man immer sagen, okay, ich kann später nochmal anfangen. Wenn ihr aber im Beruf seid, müsst ihr weitermachen und Geld verdienen. Und ich rate im Moment jedem davon ab, mit der Fotografie Geld zu verdienen. Ganz eindringlich. So, der Edlik fragt, hi Aki, wie hast du mit People-Fotografie angefangen? Zunächst bekannte Verwandte und Freunde fotografiert oder anders eingestiegen? Hast du am Anfang viel Zubehör genutzt, wie Blitze, Filter oder schmalspurig angefangen? Hast du gleich angefangen, regelmäßig zu fotografieren oder gelegentlich? Das würde wieder eine ganze Folge ergeben, wenn ich da ausführlich darauf antworte. Nur so viel. Damals gab es eine Modelkartei und eine Fotocommunity. Gut, die gibt es heute noch, aber nicht auf dem Niveau. Und ich hatte damals den komfortablen Vorteil, dass das Handy noch nicht so invasiv war, wie es heute ist. Und die Selfies eben nicht dominierten. Und damals war es hip, sich von einem Fotografen fotografieren zu lassen. Und das war cool, zu verschiedenen Fotografen zu gehen und sich wie ein Fotomodell zu fühlen. Und das war für mich natürlich die ultimative Möglichkeit, nicht mit dem Bekannten anfangen zu müssen, sondern gleich an Modelle ranzugehen, Modelle in Anführungszeichen, die ein kleines bisschen Ambitionen haben und schon einiges gemacht haben. Also ich habe nicht die blutigsten Anfänger angesprochen, sondern auch gleich ein paar versiertere. Und das hat mir auch viel geholfen. Da bin ich vielen heute noch sehr dankbar, obwohl ich mit den meisten leider keinen Kontakt mehr habe. Es ist natürlich jetzt auch weit über 10 Jahre her. Und ich habe damals in der Tat schmalspurig angefangen. Ich hatte eine Nikon D70, war das glaube ich, mit 6 Megapixel. Freunde, da waren wir noch bescheiden. Danach eine D300. Und ich habe aber schnell angefangen mit Blitzfotografie, weil mir das irgendwie Spaß gemacht hat aus der Agentur. Da haben wir auch schon mit Blitzen gearbeitet. Nicht in der People-Fotografie, sondern für mich war der Blitz keine Sache, die ich mir erst habe erarbeiten müssen. Und das hat meinen Stil damals ausgemacht und deswegen kamen halt auch viele auf mich zu und haben gesagt, hey, ist so cool, wie sieht denn das aus, krass, will ich auch mal haben. Damals war es einfach noch für diese Fotomodelle toll, mal was anderes zu machen. Dinge, die heute gar nicht mehr gefragt sind. Also wenn du heute komplexe Fotos machst, das wird heute gar nicht mehr so wahrgenommen. Warum? Weil die Leute haben das Handy an und scrollen kurz runter und stellen fest, hey, ja gut, irgendein Foto kapiere ich jetzt in den ersten Viertelsekunden nicht, weg damit. Obwohl es vielleicht ein tolles Foto ist. Mit dem kannst du heute mal werben, aber damals konnte ich es. Und das hat mir viel Shootings ermöglicht. Und es gab Zeiten, da hatte ich in der Woche 3 bis 4 Shootings. Und ich habe es geliebt, ohne Ende. Und ich war wahnsinnig kreativ. Und einfach nur, weil ich immer wieder einen neuen Pool hatte, immer wieder ein neues Gesicht und immer wieder eine neue Idee damit gehabt habe. Die Mädels waren engagiert, ich war motiviert. Und dann war das einfach, das war eine tolle Zeit. Das muss man wirklich sagen. Das ist heute vollkommen anders. Eine Sache vielleicht noch, was ich gelernt habe in der Zeit ist, wenn man das Budget immer tief hält und nicht einen Haufen Geld ausgeben möchte, ich hatte es auch übrigens damals nicht, also muss man auch mal dazu sagen, habe ich gelernt, dass man mit wenig viel machen kann. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich euch heute ja auch immer wieder mal versuche beizubringen. Das kommt aus dieser Zeit. Bei mir ist immer dieser Spruch im Kopf, keep the budget low, weil das bringt dazu, zwingt einem regelrecht dazu, sich zu engagieren in der Fotografie und alternative Methoden rauszufinden. Und das macht spannende Fotos, finde ich. Das ist meine Erfahrung. So, der Julius Schwarz fragt, hallo Aki, ich habe sehr großen Respekt für deine Arbeit. Vielen Dank. Das, was du imstande bist, an Output zu produzieren. Ich habe noch viel zu lernen und entsprechend viele Fragen. Mein größtes Defizit ist meiner Ansicht nach die Post-Production, Nachbearbeitung. Ich habe Mühe, ein Out-of-Cam gleichwertiges Ergebnis zu erzielen. In ein Drittel Fällen, verdammte Scheiße, jetzt habe ich die Frage abgekürzt. Oh Julius, es tut mir mega leid, ich habe es nicht hier stehen. Ich nehme mal an, du fragst wahrscheinlich, wie man in der Post-Production oder besser gesagt die Post-Production umgehen kann, weil man das Out-of-Cam hinbekommen soll. Also, da fragst du einen Falschen, weil ich liebe die Post-Production. Ich bin Grafiker und also für mich ist Photoshop meine Welt.
Ich würde nie jemand raten, zu versuchen, krampfhaft zu probieren, out of cam so zu fotografieren, dass nichts mehr in der Post-Production, also in Photoshop oder in Lightroom oder sowas, noch zu machen ist. Ich finde, es ist mittlerweile auch ein fürchterliches Dogma geworden bei manchen Fotografen, dieses ich muss zwanghaft out of cam fotografieren, weil Photoshop ist ja was für die, die dann nachher was verschlimmbessern müssen oder fotografische Fehler ausbessern müssen und so weiter. Ich zeige euch mal ein Bild und dann zeige ich euch das Bild in der Nachbearbeitung. Und ich möchte euch jetzt nicht zeigen, guck mal, was kann man in der Post-Production noch machen. Ich möchte euch zeigen, was ich out of cam mache und danach in der Bildbearbeitung rausziehe. Und das ist jetzt nicht dazu da, um euch zu verführen, Nachbearbeitung zu machen, sondern was ich mache ist, ich gebe mir out of cam überhaupt nicht so wahnsinnig viel Mühe, weil ich weiß, in Photoshop ziehe ich noch einiges raus. Also ich gehe ganz anders ran. Für mich ist out of cam nicht das Ziel, sondern nur ein Mittel zum Zweck, um damit ich nachher in Photoshop noch so richtig was rausziehen kann. Ich liebe es, in Photoshop was rauszuziehen. Und manchmal, ja, verändere ich Dinge, die hätte ich out of cam vielleicht schon im Voraus erledigen können. Das will ich aber gar nicht, weil ich es liebe zu Bildbearbeiten. Also so kann man es auch sehen. Deswegen sage ich, es tut mir leid, du bist wahrscheinlich mit deiner Frage bei mir an der falschen Stelle. Ich kann dir nur eins raten, setz dich niemals unter Druck, out of cam perfekte Ergebnisse zu produzieren. Das passiert in den allerwenigsten Fällen. So, kommen wir zur drittletzten Frage. Der Legion, Legion fragt, wie läuft es bei dir mit Fotografieren? Die Pandemie hat irgendwie alles erschwert. Ja, absolut. Und leider fotografieren mehr Personen, die früher einen Fotografen gebucht haben, selber mit dem Smartphone, zum Beispiel Hochzeitsfotografien. Ich finde sowas echt schade, da ein Fotograf meistens sein Auge fürs Detail hat. Deswegen ist irgendwie unter Fotografen die ganze Stimmung kaputt. Hier, wo ich wohne, gibt es fast niemanden mehr. Auch die Frage ist leider wieder abgeschnitten, weil YouTube nicht in der Lage dazu ist, eine gesamte Frage so hinzustellen, ohne dass man das wieder aufklappen muss. Aber ich denke, die Frage ist klar. Also, sagen wir mal so, die Pandemie, die ich nicht als solche bezeichne, hat mich nicht in große Schwierigkeiten gebracht. Es war zu Lockdown-Zeiten für mich eher schwierig, Modelle zu finden. Es ist eher weniger geworden. Aber das ist jetzt nicht mit dem verknüpft, dass die Leute mit dem Smartphone unterwegs sind. Weil auch im Lockdown hat man ein Smartphone, ja, aber auch im Lockdown sitzt man zu Hause. Die Frage ist jetzt halt eher, wo geht die Reise hin? Ich weiß es nicht. Ich würde halt eher sagen, wenn diese Zeit, wenn man die als solche, wie gesagt, Pandemie bezeichnen möchte, noch so weitergeht, und ich denke, das ist auch so, und das wird sich in keinster Art und Weise ändern, dann hat das auch einen Impact auf die Fotografie. Wo das hinführt, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, Kunst stirbt unter solchen Bedingungen. Und da habe ich auch mal eine extra Folge dazu gemacht, und das macht mir Sorgen. Für mich ist im Moment das relativ locker. Ich muss nicht fotografieren. Früher hatte ich einen richtigen Zwang dazu. Deswegen, wenn das ein oder andere ausfällt aus Pandemiebedingungen oder weil irgendjemand meint, er könnte sich mit seinem Smartphone selber fotografieren, dann ist es halt so, da kann ich mir nicht leben. Ich bin etwas lockerer und ruhiger geworden in dieser Hinsicht. Und deswegen, vielleicht ist das auch der Rat an der Stelle. Macht euch nicht zu viel Gedanken über das Thema. Versucht dann alternative Möglichkeiten zu finden, wie zum Beispiel die Makrofotografie. Auch hier zum Beispiel ist das Handy nicht in der Lage dazu, diese tollen Details herzustellen, die man in der echten Makrofotografie macht. Erobert euch neue Möglichkeiten, schaut euch Tutorials an, wenn ihr nicht in der Lage dazu seid, aufgrund von irgendwelchen Pandemiebedingungen. Hey Leute, wir sind kreativ, wir sind Künstler, lassen wir uns nicht unterkriegen von dem Thema, aber Sorgen machen tue ich mir auf jeden Fall. Der Foto-Chris fragt, bist du geimpft oder nicht geimpft? Diese Frage muss ich nicht beantworten. Warum soll ich meinen Impfstatus hier öffentlich bekannt geben? Weil es aus meiner Sicht jetzt auch nicht zwingend notwendig ist zu wissen, ob ich das mache oder nicht. Ich denke, die Frage läuft darauf hinaus, ob ich diesem Thema, was jetzt momentan wahnsinnig die Gesellschaft spaltet, zuträglich bin oder nicht, ob ich ein Querdenker bin oder ein Systemschaf. Diese Begriffe, Freunde. Können wir uns darauf einigen, dass wir hier bei uns auf meinem Kanal nicht über dieses Thema reden? Es beeinträchtigt, ja, da habe ich ein paar Folgen darüber gemacht, aber ich werde definitiv keine politische Stellung beziehen.
Und zwar aus Eigenschutz. YouTube ist mittlerweile dabei, alles zu killen. Allein schon die Worte, die ich jetzt verwendet habe, könnten dazu führen, dass ich einen Strike bekomme. Und deswegen äußere ich mich dazu definitiv nicht mehr. Und ich werde das auch künftig nicht machen. Wer mich persönlich kennt, weiß, wie ich dazu stehe. Und mein Impfstatus hat mit meiner Fotografie nichts zu tun. Die letzte Frage hatte ich dem Ostarici schon beantwortet. In der Community selbst, weil da geht es um Hardware. Kurzer Abschluss noch, was ich euch noch mitteilen möchte, ist eine Bitte. Ich möchte im Moment keine Workshops geben. Ich wollte das mit einer Frage von euch verknüpfen, mach's jetzt aber jetzt mal solo. Weil im Moment fällt es mir schwer, das Menschen beizubringen, was ich fotografiere. Wenn ich an einem Punkt stehe und ein Foto mache, kann ich jetzt vielleicht erklären, warum ich es so mache. 20 Meter weiter mache ich schon wieder ein vollkommen anderes Foto. Und da wäre jetzt die Frage, warum? Oder wieso machst du das jetzt so? Und ich kann es nicht erklären. Ich gehe im Moment derart intuitiv an meine Fotos heran, dass ich das nicht in einem Workshop, also in einem Coaching, euch beibringen könnte. Es gibt ein paar Fotokollegen, die haben mich danach gefragt, und es tut mir mega leid für euch, dass ich das jetzt canceln muss. Ich gebe im Moment keine Workshops, weil ich mein Wissen nicht vermitteln kann. Was ich kann, ist auf technischer Basis, da kommen noch so ein paar kleine Sachen, die ihr wieder auf meinem Shop euch ziehen könnt für kleines Geld. Das verstehe ich jetzt aber nicht unter einem Workshop. Ein Workshop ist für mich im Moment Stress. Meine Art und Weise der Fotografie verändert sich im Moment etwas und deswegen kann ich das jetzt gerade niemand beibringen, weil ich nicht weiß, wohin das führt. Und das führt mich zum Ende dieses Videos. Vielen Dank für eure Geduld. Das ist das längste Video wahrscheinlich auf meinem Kanal. Aber wie gesagt, ihr könnt ja springen. Und wenn ihr weiter Fragen habt, sehr gerne. Wir können uns auch übrigens gern per E-Mail unterhalten. Und ich habe immer noch im Kopf, dass wir ein User-Treffen machen. Jetzt schauen wir mal, wie sich diese Pandemielage hier entwickelt. Und dann, denke ich, haben wir vielleicht die Möglichkeit, mal miteinander live zu sprechen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen hoffentlich nicht allzu verregneten Sonntag. Ciao, ciao, euer Aki.